Okay, dann würden wir jetzt beginnen. Ja, mache ich einfach. Vielen Dank fürs Kommen und herzlich willkommen zum 81. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Es gibt wieder einen Hashtag für heute Abend, und zwar NPA081, falls jemand Lust hat, sich im Internet einzubringen. Und wenn jemand ungern gefilmt wird, dann kann er sich gerne in diesen Eingangsbogen oder hinter die Kamera stellen, dann ist alles okay. Und heute filmt übrigens auch noch das japanische Fernsehen, die stehen dort. Und die drehen zu den Beschäftigungen von anderen Ländern zu Datenschutzgrundrechten. Genau. Und dann können wir auch schon mit dem Programm beginnen. Das ist sehr spannend. Am Anfang fängt Elke Steven von der DigiGuess an. Die erzählt zu Berlin gegen 13. Danach Daniel Wesselock über die Open Hardware. Und danach Sandra Marmitsch und Isabel Deschamps. Die erzählen auch zu der Open Hardware und Gesundheit und Pflege. Und danach Joanna Brunovica zu Technologie und modernen Arbeitswelten. Genau, dann fangen wir auch schon an. Ja, danke schön. Ich will heute nur ganz kurz aus der Geschäftsstelle berichten. Klar, im März haben wir uns vorrangig damit beschäftigt, gegen die Urheberrechtsreform und die Uploadfilter aktiv zu werden. Das war relativ viel, das fing ja schon am 2. März an. Dann mussten wir noch beim letzten netzpolitischen Abend vorher dagegen protestieren, dass das Parlament mal eben die ganzen Proteste, die in europaweit anstanden, aushebeln wollte, indem es die Abstimmungen vorziehen wollte. Und dann war eben am 23. März bundesweit die Demonstration, und das war ja auch hier in Berlin eine richtig große Demonstration. Ich will hier nicht noch wieder inhaltlich dazu reden und erzählen, warum wir da eigentlich protestiert haben. Das wisst ihr sowieso alle. Es geht mir hier eigentlich eher darum, noch einmal auch Dank zu sagen an die anderen Organisationen, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Das war die Erfahrung, dass wir da in einer ganz kurzen Zeit geschafft haben, mit einigen Organisationen hier in Berlin diese Zusammenarbeit aufzubauen, und sehr viel Spaß hatten und es sehr reibungslos funktioniert hat. Das ist längst nicht selbstverständlich, und das hat uns eher Lust gemacht, das auch wieder häufiger zu machen. Insofern, und Gründe gibt es genug, insofern nochmal Dank an den Chaos Computer Club, die digitale Freiheit, Save the Internet, Freischreiber und Heart of Code. Allerdings haben wir dann heute pünktlich auch noch eine Rechnung bekommen von der Stadt Berlin, die meint, wir müssten jetzt für die Reinigung bezahlen. Wir haben nun wirklich nicht besonders viel verunreinigt, und es ist eigentlich ein Unding, dass man für die Inanspruchnahme eines Grundrechts Geld bezahlen muss. Ist auch nicht üblich, soweit wir bisher wissen, in Berlin. Von daher werden wir uns natürlich dagegen wehren und werden aber auch deutlich machen, dass es kein Grund, also keine Möglichkeit ist, von dieser Wahrnehmung des Grundrechts abzuhalten, indem man dann nachher Rechnungen schreibt. Bestimmt, irgendwelche Filter werden da gewesen sein. Also, herzlichen Dank an alle, die es unterstützt haben, und wir werden wieder weitermachen. Danke.